Achtet mal. Die Düse hat jetzt schon Angst. Ich bin mir sicher, die springt selber von sich auch schon raus. So, Ultraschallbad bis oben hin voll. Ey, das kann sein, dass alle Düsen undicht sind hier. Guck, hier siehst du auch, wie schön der undicht war. Hier ist er rausgeschossen. Willkommen bei der Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der Robert hier. Guten Morgen. Robert, wo hast du uns denn hingebracht? Wir sind jetzt bei den Classic Remis in Düsseldorf. Da gibt es nicht ein wunderschönes italienisches Restaurant. Es gibt auch einige sehr, sehr coole, tolle Fahrzeuge. Ja, das sieht man. Wir haben unsere Konzeptwerkstatt für nicht nur Handwerkzeuge, aber auch Spezialwerkzeuge. Und hier wird schon fleißig geschraubt. Also was wollen wir auch noch sehen? Mahlzeit, morgen. Also viele Sachen kennt ihr ja schon von meiner Werkstatt. Sehr spannend. Entstehen hier auch Videos, Robert? Ja, für die T5, von die Eigentümer von Milano Motors, habe ich hier die Radlage dreimal gewechselt in unterschiedliche Sprachen. Das war hier. Und dann haben wir eine visuelle Vorführung, aber auch eine visuelle Anleitung von den Werkzeugen, wie das genau funktioniert. Warum wir heute hier sind, wir haben ja einmal Walnussstrahlung gemacht, die Ansaugbrücke sauber gemacht. Wir haben noch ein Problem und das hast du auch schon geworfen, ne? Ja. Eine Düse ist undicht oder mehrere. Unser Wagen ist ja schon 400.000 gelaufen. Da darf man natürlich die ein oder andere Düse mal undicht werden. 400.000, so eine Einspritzdüse vom Diesel, die ist hier auch sehr, sehr fest. Also das wird ja eins mit dem Motor. Ja, leider wissen wir niemals, wie fest sind die Düsen. Wir fangen an mit das Strippenmodell. Da haben wir mal ein sehr, sehr cooles Video von gemacht. Diese von deinem Audi, die sind normalerweise nicht unglaublich fest. Ich hoffe es. Richtige Hilfsmittel haben wir das innerhalb kürzer Zeit haben wir das professionell gelöst. Das ist ein ähnliches Wagen, wie du auch hast. Und da gibt es die Stackauszieher, aber die hast du schon. Ja, schon. Aber wir haben auch die unterschiedlichen Sätze, um alle Anschlüsse am Düse zu machen. Und nicht nur Düsen, aber wir versuchen auch die Glückhässer natürlich. Das ist die Strit 1. Von Injektoren. Die Vorgehensweise ist ein Strippenmodell. 1, 2 und 3. 1 ist einfach mit Schlagauszieher. Wir brauchen eine vernünftige Verbindung mit die Düse machen. Dann machen wir mit entweder einem Schlagauszieher oder einem pneumatischen Injektorenauszieher, machen wir die Düse raus, ohne diese zu zerstören oder beschädigen. Wann das nicht klappt, dann bauen wir eine Brücke auf die Motor, auf die Zylinderkopf und dann gehen wir wirklich mit mechanischer Kraft, gehen wir diese ausziehen. Da packen wir einmal ein und dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt. Ich muss euch noch ein paar Autos zeigen, das ist ja Wahnsinn hier. Classic Remise Düsseldorf, Hafstraße 110a, ist täglich geöffnet. Es gibt ein sehr, sehr gutes italienisches Restaurant, Mezzomarkt, für die Junge zu begeistern. Hammer. Aber jedes, die Benzin im Blut hat oder einfach schönes Fahrzeug geliebt. Suchst du dann die Werkzeuge raus? Ich gehe kurz zu meinen Autos. Also Leute, was sehe ich hier alles, ey? Automobile Fox ist auch da. Für den einen oder anderen war ich letztens noch zu sehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer das alles gesehen hat. So was Geiles habe ich auch noch nie gesehen. Richtig schön hier. Auch dieses bisschen ältere Style gefällt mir. Ist kostenlos, ihr könnt einfach jederzeit hier vorbeigehen. Hinter mir eine hammergeile Pizzeria. Kommt vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Also Robert geht natürlich vom Schlimmsten aus, deswegen nimmt er jetzt alles mit. So viel brauchst du eigentlich nicht. Das wird heute spannend. In der Werkstatt angekommen. Jetzt müssen wir erstmal die Vorbereitung machen. Das heißt, Luftfilterkasten muss ab, der Ausgleichsbehälter muss ab. Und danach kommen wir eigentlich schon an die Düsen. Ich habe die ja noch nicht komplett zusammengebaut. Das sind ja noch ein paar Sachen, was ich noch einbauen muss. Also das könnte Hardcore-Fall werden, ne? Meistmal mit Volkswagen-Produkte 1,6, 2 Liter, die 3 Liter, die sind fest, aber zu meinen Erlebnissen, und wir haben zusammen ein Video gemacht über diese 2 Liter, da benötigen wir nur eine feste Verbindung und ein gutes Schlaggerät. Ja. Und dann passiert es. Wir werden heute nicht mit Hydraulik arbeiten. Nein. Das heißt mit einer Spindel. Und das wird interessant. Ich habe das Auto ja gekauft und ich war immer der Meinung, der wurde nicht richtig gepflegt, obwohl wir 400.000 haben. Das wurde jetzt gerade bestätigt. Luftfilter. Achtet mal. Wann wird der gewechselt?
2 ist das? Nee, das ist eine Artikelnummer. Ja, da steht nicht mal. Da steht nicht mal ein Datum. Das ist das eine. Guckt euch das an. Das wird alles in Kleinform angezogen. Und da ist der Turbo. Und bei dem Turbo sehe ich auch gerade was. Ja, natürlich wird der Öl ziehen. Das ist ganz, ganz normal, weil der Luftfilter zu ist. Den holen wir komplett raus und dann wird der einmal richtig gereinigt. Das arme Ding hier. Gibt's noch nicht. Ich glaube, die wurden schon alle erneuert hier. Die Seite. Guck mal, hier haben die gekennzeichnet. 1, 2, 3. Wenn man das jetzt mit einer 17er hier macht, hat man folgendes Problem. Erstens, man kommt nicht richtig dran und dann hat man den Rücklauf. Das heißt, wenn man den Rücklauf kaputt macht, braucht man eine Einspritzdüse. Aufpassen, der Robert hat mir gerade ein Werkzeug gebracht. So sieht das Ganze aus. Einmal mal drauf. Du siehst, du hast links und rechts Platz. Und zack. Guck dir das an. Ach, das ist ein Traum. Ah, sehr wichtig. Ja, arbeiten mit dem richtigen Werkzeug kann Spaß machen. Ausgleichsbehälter abbauen und dann hat man schon alles eigentlich vor sich. Rücklauf machen wir ab. Einfach die Dinger hier hochziehen und dann könnt ihr das Ganze schon entfernen. Also bei allen drei. Zack, zack. Hier auch noch Düsen abstecken. Traum. Selbstverständlich. Zack. Natürlich alles kennzeichnen. 4 rechts. Hier waren die schon mal dran. Ventilgelichtung ist mal abgekommen. Höchstwahrscheinlich so, wie das aussieht. Weil die haben da alles gekennzeichnet. Aber ich sehe schon, dass eine Düse undicht ist. Siehst du das hier? Siehst du diesen Schmand da unten? Am Krümmer? Ja. Hier, das Öl. Buß. Weißt du, wie sowas entsteht? Haben wir eine Einspritzdüse. Einmal hier eine Kupferdichtung. Haben wir jetzt in dem Fall nicht da. Und das Problem ist, wenn die Kupferdichtung hier kaputt geht, hast du die ganzen Abgase oder Druck in dem Fall, was der Diesel natürlich hat, schießt hier hoch. Und bevor hier das Ganze erreicht, haben wir eine Bohrung durch den Ventildeckeldichtung raus. Und dann ist halt so eine Lache zu sehen. Das heißt, irgendwas haben wir hier. Welche Düse das ist, weiß ich nicht. Aber du siehst, die sehen schon mal fest aus. Jetzt haben wir die Platten, die Schrauben, die machen wir gleich ab. Mal gucken, ob wir die rauskriegen. Jetzt holen wir erstmal die Platten raus. Alle. Wir sind mit den Schrauben. So, den Schrauben alle entfernen. Das kann auch passieren, dass diese Dehnschrauben kaputt gehen, ne? Dann hat man folgendes Problem. Wenn das passiert, Ventildeckel ausgebaut werden und dann beten, dass ihr diesen Stück rauskriegt. In dem Fall ist es gut. Und diese Schrauben natürlich ersetzen. So, alle Schrauben ab. Dann holen wir die Platten raus. Dann holt man die Platten raus. Die muss man auch ersetzen. Boah. Ja, da ist er. Siehst du sogar sehr, sehr schön, wie der hier unten hier durchläuft und dann schön hier unten verliert. Das ist großes Öl. Ja. Ja. Also, ey, es kann sein, dass alle Düsen undicht sind hier. Ja. Wir werden gleich sehen, wie die aussehen. Vielleicht wurde das gemacht, vielleicht wurde es nicht so richtig gut gemacht. Wir wollen hier einem was unterstellen, aber vielleicht war das so, okay, die erste Düse war undicht. Da haben sie nur die erste Düse gewechselt, was ich halt Schwachsinn finde. Oder die Abdichtung neu gemacht. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sowas habt, alle wechseln, alle. Diese zwei sind schon löse und diese ist noch ein bisschen fest. Okay, guck, hier siehst du schon, ja. Hier, was Robert meint, den kriegen wir schon so raus. Ja. Wahnsinn, also haben die den gewechselt und den nicht. Vielleicht haben die den ja nicht abgekriegt. Guck mal hier. Oh. Die Kupferringe kommt auch mit. Kupferringe kommen mit. Die sehen auch gut aus hier. Vorne zwar richtig dreckig, aber ist normal. Also ich habe schon Schlimmere gesehen. So, das ist der erste. Die Düsen müssen wir markieren. Die ist noch markiert. 3. 3. Ach, guck mal, die haben sich auch Arbeit erspart hier. Ja. 3 markiert. Okay. Aha, aha. Keine Kupferringe. Kein Kupferring rausgekommen. Die ist drinne. Ja, die sieht man auch drinne. Wenn du da reinschaust. Das ist die 1,
Sehr einfach. Drauf. Spindel drauf. Dann habe ich Ziehkraft und ich kann mit der Spindel, kann ich das ein bisschen bewegen. Und wann es nicht will, es will. Schau okay. Mal, schau mal. Und guck dir die... Komplett undicht. Ja, komplett. Hier war der undicht. Und das meinte ich auch, dann ist er hochgekommen. Ab von hier hat er das rausgeschossen. Und deswegen war der schon mal undicht. Wahnsinn. Boah. Ja, hier Werkzeuge präsentieren, was ist los? Ja, aber... Ah, der ist fest. Ohoho, der ist fest. Ach, der nicht. Der dritte ist nicht fest. So, ach, der ist sogar sehr leicht. Okay. Und hier, zack. Auch kein Kupferring. Auch kein Kupferring. Und der ist auch nicht markiert, komischerweise, wie die anderen. Nein, die letzte, wann man 1, 2, 3, 4, 5 hat. Das war die sechste. Zwei Stück sind fest. Vier kommen raus. Fünfte geht schwer, aber kommt auch raus. Mhm. Und meiste machen dann mit Hebel, machen die Versuchen auf Plastikteile bloß zum nicht, Entfernen. Bloß nicht, auch nicht bei Alu. Bitte Alu. Macht das nicht. Wir schrauben einfach Spindel oder kleine Adapter draus. Boah, Alter, die beiden sind fest. Adapter drauf und dann machen wir ein bisschen Overkill. Mit Overkill meine ich... Also das nenne ich mal einen ordentlichen Schlagauszieher oder ja. Mein Freund, wie ich das auch. Ja, ich habe keine Freunde, aber wir haben auch einen sehr kleinen und noch einen kürzer Adapter. Die kommt im Standard sehr klein, sehr eng für engen Platzraum. Mhm. Dann haben wir noch einen Hebel, womit man um eine Ecke 2 Liter TDI in einen Crafter eingebaut. Also die Düse hat jetzt schon Angst. Ich bin mir sicher, die springt selber von sich aus schon raus. Ich kann diese auch noch dazwischen stellen und dann kann ich das auch noch sehr kurz machen. Wenn man keinen Platz hat, ne, das ist Wahnsinn. Darf ich das mal sehen? Ihr habt hier keinen Platz, dann könnt ihr das Ganze so einstellen und dann so raushauen. Ist wichtig, kein Spiel. Ja. Kein Spiel in das Ding. Du hast mal in einer deiner Video vorgeführt, wie das mit Radlage sehr einfach, sehr leicht geht. Lass das Gewicht arbeiten. Nach oben und sehr vorsichtig. Und wann mehr Kraftaufwand benötigt ist, einfach. Das ist fest. Und die ist relativ fest. Es kann noch schneller gehen, wann man echt wirklich hauen möchte. Aber mach das bitte nicht. Mach das vor sich in aller Ruhe. Und wann am Ende, dann einfach ziehen. Und schau mal. Ja, und da siehst du schon, da ist der es. Verrustet. Das war also der, auch einer der schlimmsten. Hier gar nichts mehr zu sehen. Wahnsinn, guck dir das an hier. Ja, das ist das Material, wo es auch fest ist. Und das ist bei Mercedes und bei Volkswagen Audi. Ja. Bei diesen Motoren ist das meistens. Das ist die Vermischung zwischen Auspuffgasse und Öl. Ja, der war echt fest. Und dann, du hast es locker rausgeholt. Ja, ganz ruhig, ganz einfach. Weil ist natürlich heiß. Mal sehen, hat der überhaupt noch seinen Kupferring noch drin? Weil der muss ja. Die sehe ich. Die sehe ich auch, aber die ist in der Mitte, glaube ich, durch. Ja, Kupferringe gleich rausholen, wird auch sehr interessant, Leute. Darf ich das machen? Ja, gerne. Hier. Dass es immer geschützt ist, sicheres Arbeiten ist wichtig. Schnell natürlich. So. Bitte sehr. Weil natürlich aufpassen, weil so. Und ne? Sehr viel Technik in so einer Einspritzdüse. Natürlich sachte umgehen. Das ist ganz klar. Mercedes gibt es die OM651 Motor. Und die erste Generation davon, die hat eine sehr spezielle Düse, kostet auch 600 Euro. Ja. Und da muss man keine Schlagauszieher verwenden. Dann ist das Ding kaputt. Mach das Gewicht nach unten, Jonas. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und stell sicher eine feste Verbindung. Schon kein Spiel. Nee, jetzt ist fest. Boah. Wahnsinn. Okay. Ich glaube, immer noch nicht. Gerostet das Ding ist. Die ist ja noch schlimmer. Aber wie einfach. Wie viele undicht waren? 1, 2, die waren extremst undicht. Mhm. Aber wir wissen nicht, warum der hier ein bisschen gerostet ist. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Rost. Also ich kann euch sagen, Kopfdichtung und so habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir die Düsen erstmal ausgebaut. Natürlich, wenn du hier schaust, Aldosch, wir haben hier 1, 2,
nur zwei Kupferdichtungen, die rausgekommen sind. Die restlichen sind noch im Schacht drin. Mhm. Die werden wir jetzt ausbauen. Wir werden die parallel aber sauber machen. Ich nehme mal jetzt eins mit, komm. Mhm. So, Ultraschallbad bis oben hin voll. Den machen wir gerade warm. 75 Grad habe ich eingestellt. Ganz einfach, ich habe einfach hier 6 Löcher mit Robert gebohrt. Ist Aluminium. Und dann stecken wir einfach alle 6 Stück so rein. Und das reicht? Ach, man macht nur die Spitze? Man macht nur die Spitze, genau. Ah. Gut, dass du fragst. Natürlich nicht komplett, weil eine Einspritzdüse hat eine Schutzummantlung drauf. Okay. Das heißt, so eine Legierung drauf. Ich weiß nicht was. Und das darf natürlich nicht angegriffen werden. Ja. Nur diese Spitze sauber machen. Man soll das natürlich am besten mit Ultraschall, wenn man das selber sauber macht. Natürlich, wenn man Kohle dafür hat, abschicken, revidieren lassen. Solche Fälle würden die nicht annehmen. Ne? Wir sind heute 200 Kilometer gefahren. Wie läuft der Wagen? Die Wagen läuft gut, aber super. Tatsächlich die Ursache dieses Problems ist die Undichtigkeit und die, das Riechen von Abgas. Das haben wir ja gerochen. Was ist das? Das ist extra dafür da, um die Kupferdichtung rauszuholen. Okay. Aber diese Spitze bei uns, die ist sehr scharf. Und deswegen mit Gewinde. Und da ist mit so ein Gewinde. Ziehteil da noch unten drunter. Und damit, also Schlagwerkzeug wäre echt ein Extremfall, aber glaube ich nicht. Das braucht ihr einfach nur reindrehen, glaube ich, und das kann man so raus. Genau. Wenn wir sofort sehen, hier sind alle draußen. Hier ist einer, also alle drei hier. Die sind alle drei drin? Alle drei drin. So, machen wir den ersten. So, ich bin jetzt drin, das merke ich auch gerade. Zack, guck mal. Ah, guck mal, zeig mal. Wie der fest ist, ja. Hammer. Guck, hier siehst du auch, wie schön der undicht war. Hier hat er rausgeschossen. Einfach mal rein, mit Amore. So, guck, jetzt bist du richtig drin. Ich drehe nur einmal und jetzt ziehe ich den raus. Guck mal, einmal gedreht, hast du gesehen? Zack. Da ist er. Da ist er. Und, war der undicht? Ja, der war noch okay. Der war noch dicht. Die Dichtungen entfernen. Hier haben wir Dichtungen, siehst du ja. Die machen wir neu. Also drei Dichtungen müsste man eigentlich erneuern. Ne? Das ist einmal die Dichtung, Kupferdichtung und dann für den Rücklauf sollte man auch erneuern. Der nächste Schritt kommt jetzt eigentlich. Ja, ne? Ja. Aber wir machen erstmal sauber. Ja. Und danach sehen wir uns gleich. Noch etwas sauber machen im Motorraum. Die Spitzen sind drauf. Nur die Spitzen. Oben haben wir natürlich Oberfläche sauber gemacht. Halbe Stunde. Hier Wasser. Einmal Wasser anschauen. Ne, du siehst schon, fängt schon an hier. Wir haben noch nichts gemacht, also ist ganz rot. Und dann fangen wir an. Und jetzt, achte mal. Guck mal, rein. Ja, hat gerade weg. Siehst du schon? Wie der das Ganze schon rausschießt. Aber das wird sehen, bestimmt. Ja. Okay, so du siehst erstmal, hier haben wir die Nockenwellen. Ne? Und dann gehen wir weiter. So, und hier ist der eigentlich drin und du siehst, wie der Öl schon mal reingelaufen ist. Oh ja. Weil der undicht war, das ist natürlich auch nicht gut. Das ist dieser Loch, den ich meinte. Seht ihr das? Ja. Siehst du das, Aldosch? Mhm. Und dieser Loch geht hier raus. Und da siehst du, wenn deine Einspritzdüse undicht wird, kommt das aus diesem Loch raus. Was für, guck mal hier, hier siehst du, hier war das undicht, du siehst das. Aber stell dir mal vor, du würdest da jetzt die gesäuberten Düsen reinsetzen und dann schon schön in das Dreck. Kannst du gar nicht, weil der wird gar nicht reinpassen. Da müsstest du da schon mit Gewalt rein. So, siehst du, da ist dieses Loch und dieses Loch kommt hier raus und dann siehst du das hier. Das ist jetzt draußen. Hier durch das Ventilwerkelichtung hier runter. Das ist alles Ruß. Diese Flächen müssen wir sauber machen. Warum müssen wir die sauber machen? Sauber sein sollte, sodass die Abdichtung von die Kupferringe und die Düse richtig ansetzt. Es ist ein Bohrkopf, die genau übereinstimmt mit 99% der Düsen. Und die macht die Spitze sauber, die Flache sauber und die Schacht, das erste Teil, macht er sauber. Selbstzentrierend. Und die einfachste Lösung wäre ein bisschen Keramikpaste oder Fett. Und dann gibt es natürlich ein Hand und dann drehe einfach reindrücken und ruhig drehen. Kein Druck ausüben, ne? Nee, tun nicht. Nein. Sauber machen damit. Kein Druck. Einfach sehr ruhig. Und man braucht das nur 2 oder 3 Mal wiederholen.
Und dann? Also nur zwei, dreimal drehen. Ja. Das war's. Und dann, ja. Und dann vielleicht zweimal, wenn es wirklich verschmutzt ist. Wichtig ist natürlich diese Fläche. Wir ja später den Kupferring wieder drauflegen müssen. Und da, ich sag mal, kein Dreck dazwischen sein. Was passiert, wenn Dreck wieder dazwischen ist? Undichtigkeit. Dann machen wir eigentlich diese Arbeit umsonst. Das heißt, dieser Schritt ist eigentlich das Wichtigste. Ich mache immer so. Ehrlich? Ja, aber... Hier aber hier vorne nicht dann, ne? Ich würde es machen, weil alle Verschmutzigkeiten, die man mitnimmt mit diesem Kopf, die bleiben an das Fett kleben. Okay. Also das fällt nicht unter in Motor, in Zylinderraum. Ja. Aha, okay, der geht schon mal... Ah, guck mal, der geht auch schwer. Aha, aha, okay. Ich bin drin. Okay. Und jetzt? Dann ein bisschen Druck drauf mit Finger. Ja, ja. Und dann ein bisschen drehen. Okay. Ja, geht ein bisschen schwer. Okay, oh, jetzt leicht. Okay, das Dreck ist, glaube ich, schon gelöst hier. Also muss man das einfach in eine Richtung drehen, oder? Ja. Ja. Und dann, das war's schon? Ja. Okay, dann ziehen wir mal ab. Und dann mal schauen, wie das aussieht. Was passiert ist, das gibt's nicht. Wir haben es ja die ganze Zeit hier mit sauber gemacht. Geht auch super sauber, kein Problem. Aber der Fuzzi wollte natürlich genau sein und hat dieses Messing hier genommen, wollte nochmal ein bisschen in den Schacht rein und dann das Ganze sauber machen. Genommen, einfach rein, ohne Widerstand. Das Ding ist in diesem Schacht drin geblieben, wo die Spitze ist. Und Robert hat das rausgeholt, aber wir haben eine Stunde dafür gebraucht, locker. Wenn der hier reinfallen würde, Motorschaden. Das kostet nicht viel. Das habe ich mal irgendwann gekauft. Ich habe es auch nie genutzt. Das könnt ihr einfach so in die Tonne kloppen. Ehrlich, kauft keine Billigscheiße. Gedora hat das auch. Holt einmal was für nichts. Guckt euch diese Qualität an. Guckt euch die Dicke hier an. So. Ich schätze hier so. Wegen so einer fast Motorschaden riskiert. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen fangen und jetzt machen wir weiter. Wir machen jetzt die ganzen Schächte sauber. Die Einspritzdüsen sind auch schon soweit. Hier, guck mal, wie schön ihr das sauber macht. Und das werden wir gleich staubsauber. Und wir machen das noch mit die richtigen, aber auch die Zylinder sieht nahezu perfekt aus. Die Wand ist okay, das ist von Hohn. Das ist einfach ein Höheresolutionsbild. Leistung, wie die Motor läuft, das sagt eigentlich alles. Ja. So, wir machen die Kamera gerade und dann ziehen wir das raus. Guckst du dir das Wasser an? Oh ja, vorhin war es pink. Jetzt ist es so eine Hühnerbrühe. Ja, und jetzt gucken wir uns eine. Natürlich, guck dir das an. Guck dir, wie sauber das Ding geworden ist. Das sieht gut aus. Jetzt sieht man sogar die Löcher. Keramikpaste drauf machen, werden die mit neuen Dichtungen füttern und dann einbauen. Ach, guck mal, wie geil der aussieht, ne? Sehr schön, wie neu. Wie neu. So. So, hierhin kommt die. Warum nicht hierhin? Ja, aber das nicht dahin kommt, weil das hierhin kommt. Je nachdem, wie viel Material ihr abnimmt, könnt ihr natürlich auch eine dickere oder dünnere holen. Also Kupferring. Und bei dem Ring auch sehr, sehr wichtig, so einbauen. Genau. Also nicht so, sondern der muss genau eben sitzen. Ja. Auf dem, sorry. So muss es aussehen, ja. Richtig. Und die Rücklaufdichtungen, hier ist die Rücklauf oben. Die macht ihr ab, macht die neue drauf. Bauen wir den ein. Komm, ach so. Noch was? Ja, ja, uns fehlt immer noch die Schraube. Machen jetzt den letzten hier rein. Und dann sind wir schon so weit. Alle Düsen schon drin? Alle Düsen drin. Guck jetzt diesen Klack jetzt. Und? Bam. Ja. 6 Newton und 90 Grad. Wir kommen alle Schrauben. Ja. 90 Grad. Bam. Bam. So, alles ist fest, jetzt kommen die ganzen Leitungen, bekommen 25 Newton. Unsere 25 Newton. Nicht nur einmal nach Gefühl. 25 Newton. Oh, das ist ein Traum. Rücklauf, machen wir rein. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich entlüften. Das machen wir natürlich mit dem Tester. Also wenn wir jetzt ganz, ganz irgendwas falsch gemacht haben sollten, das wird sich sofort bemerkbar machen. Würde man es merken. Kraftstoff entlüften, ein Tank, ja. Motor ist an, ja, ja. Und jetzt? Ah, man hört schon was. Du hörst schon? Und jetzt macht er das so lange, bis er hier sagt, ist in Ordnung.
Das kann jetzt ein paar Sekunden dauern. Erledigt. Und jetzt müsste der eigentlich starten. Der läuft richtig gut. Richtig gut. Das war brutal. Einfach das hier. Grunde genommen brauchst du nur das hier und dann den Schlag aus hier für die Düse, die du hast, mit die Obenanschluss M14x1,5 und für alle Düse mit M12x1, die Hochdruckkraftstoffanschluss, das ist eine Ergänzung. Aber wir machen eine kleine Auflistung. Sind eigentlich 4 Waren ohne dieses Schlüssel und die Schlüssel sind dann 5. So, ich sehe schon. Eidor sagt eine Minute. Steht noch 9 Minuten. So, vielen Dank an Gedore, vielen Dank an Robert. Ne? Dankeschön, es ging so einfach. Beim nächsten Video sehen wir bei Bitje. Oh ja. Leistungsbesserung. Bringt das alles was wir gemacht haben? Und ich bin echt gespannt. Das wird geil. Dankeschön, Eilosch. Ja, gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kanzler 40 bis dann noch rein. Ciao. Geil. Wie gut der läuft. Ne? Ja.